So, 14:30, der dritte Vortrag in dieser Session. Wir bleiben in der Welt der OGC-Standards, wechseln jetzt von der Testumgebung zu einer Referenzimplementierung. Viele von euch kennen Degree wahrscheinlich als WMS, WCS, WFS, W-irgendwas-Server. Thorsten Friebe, ebenfalls von der Lat.Long GmbH, wird uns was zu Degree in 2020 erzählen. Wir freuen uns. Danke. Ja, vielen Dank. Hallo, mein Name ist Thorsten Friebe und wie schon angekündigt, ich will ein bisschen erzählen, wie es in dem OSGEO-Projekt Degree gerade aussieht. Und um im Thema zu bleiben, gerade zu dem Thema, nämlich OGC-API-Features. Vielleicht gerade vorneweg, weil der Begriff der Referenzimplementierung gerade erwähnt wurde, sind wir noch nicht, aber ich werde gleich nochmal zu dem Thema was erzählen und sagen, was ist eine Referenzimplementierung? Für den heutigen Vortrag möchte ich kurz nochmal auf das Degree-Projekt eingehen, was da gerade alles passiert ist, wo wir gerade stehen, insbesondere auf die letzte Release-Version und mit welchem Java Runtime Environment, mit welcher Java-Umgebung man Degree zurzeit am besten ausführt. Und dann natürlich der Hauptschwerpunkt des Vortrages liegt dann auf dem Thema OGC-API-Features, inwieweit das in Degree gerade unterstützt wird, was wir dafür schon getan haben und was ihr euch angucken könnt. Und wenn da noch Fragen sind, dann beantworte ich die gerne. Okay, Dirk habt ihr gerade schon kennengelernt. Ich bin auch bei Latlon. Wir machen viel zum Thema Open Source und Geo schon seit 20 Jahren. Machen wir das. Wir sind OGC Technical Member und wie Dirk ja eben gerade auch schon in seinem Vortrag erwähnte, betreuen wir dort die Team Engine, auch ein OSGEO-Projekt und sind das Technical im Technical Committee auch Mitglied und Member von dem Site Team. Ja, steigen wir ein. Degree, ja, Open Source Software. Jetzt sind die Folien auf Englisch. Ich werde aber weiter im Deutschen diese besprechen. Und zur Erinnerung, wir haben vor langer Zeit das Projekt gestartet. In diesem Jahr werden wir 10 Jahre auf jeden Fall unseren Geburtstag feiern, nämlich, dass wir ein OSGEO-Projekt sind. Und genau in den Annalen des Projektes werden wir wahrscheinlich ja den 20-jährigen Geburtstag von dem Degree-Projekt feiern. Das war nämlich nicht 2002, wie hier auf der Folie steht, sondern tatsächlich wohl 2000. Wenn wir das alles geklärt haben, werden wir uns auf jeden Fall nochmal zu äußern und euch zu einer dicken Geburtstagsparty einladen. Degree ist in der Tat Referenzimplementierung für einige OGC-Standards. Was bedeutet erstmal Referenzimplementierung? Das bedeutet, dass die Software den aktuellen Tests der OGC Team Engine, den ETS, entspricht, das heißt, diese alle erfüllt und dass die Software auch öffentlich verfügbar ist, sodass sich jeder im Internet die Software angucken kann, um von der Art der Implementierung, wie wir das umgesetzt haben, zu lernen. Das ist eine Referenzimplementierung. Eine Referenzimplementierung muss nicht zwingend Open Source sein. Unsere Referenzimplementierung ist aber die einzige, die dieser Standards, die ihr hier seht, nämlich GML und WFS, WMS und WMTS implementiert und eben auch Open Source ist. Auf den Seiten vom OGC und aber auch auf GitHub könnt ihr dazu weitere Informationen auch finden, welche Version von Degree da auch aktuell getestet wurde. Eine weitere wichtige Plattform mittlerweile, wie man an Software rankommt, ist neben GitHub Docker Hub. Auch da erfreut sich der Degree-Container oder das Image, was wir dort auf Docker Hub abgelegt haben, immer größerer Beliebtheit im Vergleich zur letzten Konferenz, wo wir diese Folie natürlich auch drin hatten, hat sich die Anzahl der Downloads deutlich erhöht. Wir freuen uns da über jeden, der diese neue Technologie nutzt, um möglichst schnell ein Degree-System aufzubauen.
Die anderen Zahlen aus dem Projekt sind auch für uns sehr erfreulich. Auch hier sehen wir immer weiter ein kontinuierliches Steigen. Die Anzahl der Forks auf GitHub ist auf 81 gestiegen. Auch die Anzahl derjenigen, die Codeänderungen an dem Degree-Projekt beisteuern und dazu beitragen, dass sich das Projekt weiterentwickelt, ist im Vergleich zum letzten Jahr und zu der letzten Konferenz auch wieder gestiegen. Das sind ganz erfreuliche Zahlen. Und ihr könnt euch auch diese Zahlen auf den Seiten auf GitHub genauer angucken. Ich möchte zu dem aktuellen Stand von Degree ein bisschen was sagen. Ich hoffe, bei euch allen, die Degree schon im Einsatz haben, ich würde mal jetzt einen Versuch machen. Ich gucke in das Auditorium rein. Wer von den Anwesenden nutzt denn Degree? Möge doch mal bitte die Hand heben. Ah ja, ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich kann gar nicht mehr weiterziehen. Super. Ja, ich hoffe, ihr alle nutzt schon die Version 3.4.0. Das ist die aktuelle Major-Release-Version, die in der zum Vergleich zu der Vorgängerversion viele neue Features schon mitgebracht hat. Diese Version haben wir im April 2018 veröffentlicht und ist also seit 2 Jahren jetzt verfügbar. Und wir sind mittlerweile in der Version 3.4.11, die wir auch allen Nutzern von Degree empfehlen zu installieren und damit ihre Daten und die Bereitstellung von Geodaten zu testen. Das seht ihr hier auch an den Zahlen. In dieser Version 3.4.11 sind im Vergleich zu der Version 3.4.0 30 Verbesserungen mit eingebaut werden. Wir haben wir haben 24 Bugs behoben und in dem Rahmen auch die Dokumentation weiter verbessert. Was sich mit der letzten Version geändert hat, ist auch die Art, wie wir diese Release-Version bereitstellen. Für alle, die Degree schon mal heruntergeladen haben, wir haben eine Webseite www.degree.org. Dort gibt es eine Seite mit dem Download-Link, der ist weiterhin aktiv und kann weiterhin verwendet werden. Bloß was wir als Projekt und das Projekt wird ja durch das TMC, das Technical Management Committee, in dem ich auch vertreten bin, geleitet. Und wir haben das Ziel, möglichst viel unserer Infrastruktur nicht mehr selber bereitzustellen. Das heißt, auf einem Server, der von der OSGeo Foundation bereitgestellt wird, sondern möglichst viel auf existierenden. Das ist GitHub. Und auch dort werden wir jetzt in Zukunft parallel zu den Downloads, die wir auch weiterhin bereitstellen werden, alle Informationen, das heißt das Handbuch und die Installationsartefakte, das WAR-Archiv und die ZIP-Datei auch bereitstellen. Ihr findet das auf der GitHub-Seite unter Releases und mit jedem Release wird dann eben parallel eine Kopie der Degree-Version dort auch hinterlegt. Wenn ihr die Software dann auf euren Rechner heruntergeladen habt und jetzt mit der Software die ersten Tests durchführen wollt, ihr wollt gucken, ob das geht, dann empfehlen wir mittlerweile, dass ihr nicht mehr das Oracle JDK verwendet, sondern das Open JDK. Das ist deswegen ein bisschen interessant geworden im letzten Jahr, Frühjahr letzten Jahres, weil nämlich Oracle die Lizenzbedingungen so geändert hat, dass es eigentlich nicht interessant ist mehr, mit dem Oracle JDK 8 zu arbeiten, weil man, wenn man es denn produktiv verwendet, relativ viel Geld auch an Oracle zahlen muss. Also die Lizenzbedingungen erlauben zurzeit, es nicht mehr ein Oracle JDK 8 oder 11 zu verwenden, wenn man es produktiv verwendet. Aus diesem Grund haben wir uns im letzten Jahr im TMC dazu entschieden, in Zukunft nur noch auf OpenJDK-Basis unsere Software zu entwickeln und auch zu testen. Das bedeutet für euch, wenn ihr Degree einsetzen wollt, bitte verwendet jetzt schon OpenJDK. Und welche OpenJDK-Version wir da empfehlen, komme ich gleich auch noch zu. Ganz wichtig ist, da uns immer wieder Anfragen erreichen, ob man schon mit OpenJDK 11 arbeiten kann. Das ist leider heute noch nicht der Fall. Wir arbeiten daran. Hier auf der Folie sind einige Links zu dem Thema.
angegeben, wo ihr euch darüber informieren könnt, wie weit wir damit sind. Stand ist heute, JDK 11 wird noch nicht unterstützt. Degree läuft leider auf OpenJDK zurzeit nicht, kann auch noch nicht mit OpenJDK gebaut werden, mit der Version 11. Und wenn wir soweit sind, werden wir das auch frühzeitig kundtun. Und diese Version, die dann unter JDK 11 laufen soll, wird die Version 3.5. Ganz wichtig ist, wenn wir das machen, werden wir wahrscheinlich den Support für JDK 8 beenden. Das heißt, wer Degree 3.5 verwenden will, muss dann mit JDK 11 arbeiten. Und wer nur JDK 8 zur Verfügung hat, ist dann erstmal auf Degree 3.4 festgelegt. Wie gesagt, hier auf der Folie sind schon einige Hinweise. Guckt euch das an, wenn ihr davon betroffen seid. Das heißt, wenn zum Beispiel euer Rechenzentrum oder dort, wo Degree produktiv betrieben wird, eine Ankündigung macht, entweder das JDK zu ändern oder die Version des JDKs zu ändern. Welche Versionen wir von OpenJDK zurzeit empfehlen, die sind hier angegeben. Das ist einmal ein offenes Projekt, das heißt Adopt OpenJDK. Mit diesem Projekt werden auch heute Fehlerbehebungen in dem JDK 8 auf Basis einer Open-Source-Lizenz bereitgestellt. Das heißt, ihr könnt diese Software für verschiedene Betriebssysteme als Binary herunterladen. Das kann für Windows sein, das kann für Linux sein, das kann aber auch für Windows sein. Der große Betreiber einer bekannten Einkaufsplattform Amazon bietet auch ein eigenes, auf dem OpenJDK basierende Distribution an. Die nennt sich Amazon Coretto. Diese Version des OpenJDKs wird auch kontinuierlich gepflegt, steht auch frei zur Verfügung, kann jeder herunterladen und ist dem Unternehmen gegenüber keinerlei Zahlung von Geld verpflichtet. Und für beide Distributionen haben wir auf unserem Bildserver auch entsprechende Bildjobs eingerichtet. Ihr seht, wir haben vor kurzem die gerade in Entwicklung befindliche Version von Degree, nämlich 3.4.12, damit erfolgreich gebaut. Und das wird dann auch die nächste Version von Degree sein, die mit diesen beiden JDKs getestet wurde. Ja, das erstmal so ein bisschen zum Projekt, wo wir gerade stehen. Jetzt wollen wir ein bisschen in die Zukunft gucken, nämlich wie sieht's aus mit dem ja auch heute schon am Vormittag einen OGDP entwickeln, nämlich den aktuellen Standards. Wie ist es da mit Degree bestellt? Kleine Wiederholung, das, was Dirk gerade eben schon im Vortrag vorher gesagt hat oder heute Morgen schon in den Vorträgen zu der OGC-API-Familie erwähnt wurde. Der große Unterschied im Vergleich zur Vergangenheit ist, dass sich wirklich substanziell, man kann sagen, sehr radikal, was an diesen Standards im Vergleich zu den alten geändert hat, auf der technologischen Plattform, aber eben auch, wie die Standards aufeinander aufbauen. Auf den hier angegebenen Links könnt ihr euch darüber informieren. Ich möchte jetzt erstmal nur auf den Standard OGC API Features eingehen, den wir prototypisch begonnen haben, in Degree umzusetzen. Natürlich auch mit dem Ziel, wenn wir diesen Standard in Degree implementiert haben, diesen dann auch erfolgreich gegen die ETS für die OGC API for Features zu testen, um dann, wenn dann alles gut geht, auch wieder eine Referenzimplementierung zu werden. Aktuell sind wir das nicht. Wie ich schon gerade eben sagte, der Standard hat eigentlich mit dem alten Standard, dem Web Feature Service, gebrochen. Man kann es echt nur begrüßen, dass mittlerweile eben Technologien, die in dem Mainstream-IT schon lange Einzug erhalten haben, jetzt auch in den OGC-Standards ihren Niederschlag finden. Und auch die Spezifikationen sind viel besser aufgebaut, viel besser für jemanden, der es implementiert, weil sie nämlich sehr modular aufgebaut sind. Das Modulare hat halt den großen Vorteil für uns, die das implementieren, dass wir uns auf Kerne und
darauf aufbauende Erweiterungen fokussieren können. Man muss nicht mehr alles machen. Man kann sich die Teile raussuchen, die für das Framework, für das Tool, für die Plattform, die man entwickeln will, relevant sind. Und all das, was eventuell schön wäre, was man darüber hinaus auch noch braucht, ist dann in separaten Spezifikationen oder Modulen definiert. Das ist für uns als Entwickler eine ganz tolle Sache. Für uns relevant ist, dass die neue Spezifikation einen RESTful-Ansatz favorisiert und darauf aufbaut und auch schon Standards nutzt, die sich außerhalb von dem Geo-Umfeld schon etabliert haben. Wie wir eben auch schon gehört haben, ist es der OpenAPI-Standard, der sich auch erstmal in der Praxis etabliert hat, wo viele schon Erfahrung gesammelt haben und das in unterschiedlichen Domänen zum Einsatz gebracht haben. Man hat jetzt eben diesen Standard, der in der Praxis erprobt ist, auf das Geo-Thema übernommen und mit den entsprechenden Geo-Formaten dann erweitert. Und das sind die sogenannten Encodings, die dann auch in dem OGC-API-Standard for Features drinstehen. Und das ist dann JSON mit GeoJSON, HTML und der altbekannte GML, das GML-Austauschformat. Wie sehen wir da gerade aufgestellt? Es gibt einen öffentlichen Issue auf GitHub, der hat die 9-11. Kleiner Witz, in den USA ist das ja die Telefonnummer der Polizei, glaube ich. Die haben wir noch nicht angerufen, aber wir haben freundlich mal gefragt, wer dann Interesse hätte an einer Umsetzung. Und dieser Issue liegt da schon einige Zeit. Und wir haben dann auf diese Anfrage auch jemand gefunden, der bereit ist, die Entwicklung zu finanzieren. Und auf Basis dieser Finanzierung, ich nenne es mal der Anschubfinanzierung, haben wir einen ersten Prototypen entwickelt, der auf Standard-Frameworks für die Java-Welt, Jersey und die Erweiterung Swagger für Open API basiert. Bevor ich euch zeige, wäre ich in Freiburg, hätte ich euch das live gezeigt, da wäre ich das Risiko eingegangen. Jetzt werde ich euch gleich erstmal nur ein paar Screenshots zeigen, wie das aussieht, um die Bandbreite hier einfach zu schonen. Die Frage, die vielleicht nachher kommen würde, nehme ich mal vorweg. Wann kann das jeder einsetzen und herunterladen? Wir werden das schrittweise in Form von Pull-Requests in das OSGEO-Projekt überführen. Denn durch den Einsatz von den neuen Technologien müssen wir wirklich auf der Basis von Degree Änderungen durchführen. Ich werde auch gleich noch erklären, das betrifft auch die Konfiguration von Degree. Und diese Basisarbeit müssen wir jetzt erstmal tun. Da gibt es schon Pull-Requests, die in die richtige Richtung gehen, wo wir die Technologien anheben, sodass wir dann diesen Prototypen, den wir dann entwickelt haben, irgendwann häppchenweise in das OSGEO-Projekt zur Verfügung stellen. Ja, so sieht aktuell das HTML-Encoding der Startseite von Degree OGC API for Features aus. Ihr seht, hier kann man auch den Sponsor der Implementierung gleich sehen. Das ist der LGV in Hamburg. Sollte jemand vom LGV im Auditorium sein, ich weiß es nicht, dann nochmal vielen Dank für das Sponsoring. Wir entwickeln das gerade im Rahmen von dem Produkt Degree Enterprise für die Hamburger und das ist hier der erste Prototyp. Die Landingpage stellt also Informationen zur Verfügung, welche Collections zur Verfügung stehen, welche OGC Conformance-Klassen erfüllt werden und das sogenannte API-Dokument. Ich gehe jetzt mal durch die Seite durch. Die Conformance-Klasse, wie wir hier sehen, der aktuelle Prototyp implementiert, ist einmal der Kern, der Core, dann einmal die Open-API-Spezifikation 3.0 und das HTML-Encoding. Wenn man jetzt die Open-API-Seite aufruft, dann landet man hier auf einer Seite, die wird durch das Framework Swagger generiert. Da oben sieht man jetzt auch, wie die URL dafür aussieht.
Das könnt ihr parallel, könnt ihr euch angucken, könnt ihr aufrufen. Und in dem unteren Bereich sieht man die Conformance und die Collection, also alle Ressourcen, die man aufrufen kann. Die sind hier dokumentiert und man kann über diese generische Schnittstelle die aufrufen. Das ist ein ganz tolles Werkzeug. Wenn man jetzt im HTML-Encoding sich weiter durch die Anwendung durchnavigiert, dann seht ihr hier im HTML-Encoding werden die Features also als Liste dargestellt mit allen ihren Attributen. Es gibt eine Karte, auf denen die Ergebnismenge dargestellt wird. Und man kann auch über diese HTML-Seite, über das HTML-Encoding Filterabfragen stellen, um halt die Ergebnismenge zu reduzieren. Und dann auch diese kann auf der Webseite dann angezeigt werden in dem Kartenfenster. Wenn man ein einzelnes Feature hat, wie ihr seht, das ist hier ein Straßenbaum, eine Vogelbeere in St. Pauli, dann kann auch diese mit all ihren Informationen über das HTML-Encoding dargestellt werden. Das Spannende ist jetzt, wie sieht es aus, wenn ich nicht HTML haben will? Ich habe mich dafür entschieden, ich mache es auf eine einfache, einzige Folie, nämlich man kann dann mit dem entsprechenden Klienten, hier habe ich ein Plugin für einen Browser verwendet, eine Anfrage stellen. Und das Entscheidende ist, dass man dann halt in dem Accept-Header angibt, dass man sagt, ich möchte die Response als GeoJSON haben. Und in dem unteren Abschnitt seht ihr dann, die Response auf die gleiche Ressource wird dann als JSON zurückgegeben. Und das gilt für alle Seiten, die ich euch gerade gezeigt habe, kann man jede Seite als JSON oder auch als HTML sich anzeigen lassen. Das ist der aktuelle Stand, den wir gerade implementiert haben. Und ich möchte zum Ende meines Vortrags nochmal auf so ein paar Problematiken hinweisen, an denen wir gerade noch arbeiten und die auch noch nicht abschließend geklärt sind. Das erste Ziel war bei uns, und das war auch der Wunsch des Auftraggebers, des Nutzers von Degree, den Degree Workspace mit all seinen Konfigurationsmöglichkeiten beizubehalten. Das heißt, auch bestehende Konfigurationen beibehalten zu können, nämlich eine Feature-Store-Konfiguration oder eine Datenbankverbindung, die man in Degree konfigurieren kann. Klar ist, dass wir für den neuen Standard eine neue Konfigurationsdatei einführen haben es auch schon getan, die wird es geben. Aber wir stehen zurzeit noch vor der Frage, ob es möglich ist, dass innerhalb von einer Web-Anwendung WFS 1 oder 2 Dienste parallel mit dem ORF-Dienst in einer Web-Anwendung bereitgestellt werden können. Da gibt es, wie ich vorhin schon auf einer Ebene der Bibliotheken, die wir da verwenden, einige Konflikte, die wir noch lösen müssen. Aber es könnte eventuell sein, dass wir die Dinge voneinander trennen werden, dass wir für die neue OGC-API-Welt eine separate Einheit bereitstellen. Das geht so weit runter, dass zurzeit auch noch unklar ist, ob wirklich der gleiche Workspace für die alten Dienste, also so wie wir sie kennen für WFS, aber auch WMS, genutzt werden können, wenn gleichzeitig in diesem Workspace auch ORF drin ist. Wir nutzen aktuell partiell Teile des Workspace schon, das klappt. Aber ob das auch in der zukünftigen, dann finalen Version der Fall sein wird, können wir noch nicht sagen. Weil auch einige Fragen noch zu klären sind, wie wir nämlich die HTML-Views anpassen wollen, wie wir die konfigurierbar machen wollen. Das ist die Verlinkung, auch mit den anderen Daten, auch mit Metadaten. Und das betrifft das Styling. Wir haben da noch nicht abschließend alle Fragen für uns geklärt. Und wissen auch noch nicht ganz genau, wie wir es implementieren wollen. Also da ist noch ein bisschen Bewegung drin. Und wir hoffen, in den kommenden Monaten, im Laufe dieses Jahres, da der Antwort ein bisschen näher zu kommen. Was uns eventuell dabei helfen kann, ist eigentlich das in einem Rahmen eines Community-Meetings zu klären, diese Fragen, vielleicht auch was eure, die also heute in Freiburg anwesend sind, zu dem Thema interessiert. Wir hatten im letzten Jahr auf der FOSCIS in Dresden großes Interesse. Da waren über 20 Teilnehmer bei unserem Anwendertreffen.
heute das Anwendertreffen wird leider ohne uns stattfinden müssen. Wir sind leider, wie gesagt, nur hier vor Ort. Und ob das nachher mit einer Videokonferenz klappt, weiß ich nicht. Das müssen wir noch klären. Angekündigt ist es auf jeden Fall heute von 16 bis 18 Uhr im Raum 2. Müsste auch irgendwo am Eingang angegeben sein, soll es ein Anwendertreffen geben. Ich kann euch zurzeit leider nur anbieten, entweder über die Mailingliste oder über den Issue-Tracker, also von GitHub, uns Fragen zum Standard zu stellen, also in dem Ticket 911 Fragen zum Standard zu stellen, wie wir es implementieren, was eure Wünsche sind. Schreibt es da rein. Und auch nochmal ganz wichtig, wenn ihr daran interessiert seid, wie sich Degree weiterentwickelt, es gibt zweiwöchentlich TMC-Meetings, die sind öffentlich. Da könnt ihr euch in einen Chat mit einwählen oder auch in einen Voice-Chat, in eine Telefonkonferenz mit reinwählen und mit uns drüber diskutieren und auch erleben, wie wir zu Entscheidungen kommen, wie es mit dem Degree-Framework, mit Degree weitergeht. Also mein Aufruf an euch, an alle Teilnehmer, die heute in Freiburg sind, trefft euch und sucht euch nur jemand aus, der die Themen, die ihr besprecht, aufschreibt, sodass sie an uns zurückkommen. Ja, das war's von meiner Seite. Ein Kanal noch, in dem wir vielleicht in der Zukunft dann in Kontakt treten können, neben dem GitHub, ist dann Twitter, wo wir unter USGO-Degree dazu twittern werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.